Herz, was willst du mehr? Ein wunderschönes Feuer, ein Zelt, einen Platz, den du ganz exklusiv nutzen kannst, um dein Survival Training, deine Bushcraft-Aktivitäten umzusetzen? Wenn du jetzt neugierig bist und wissen willst, was das bedeutet, ja, dann bleib dran. Ja, hallo, willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich melde mich hier aus dem Bushcraft-Areal auf waldurlaub.at. Schön, dass du dabei bist. Es freut mich, dir das neueste Bushcraft Camp Nummer 2 vorstellen zu dürfen. Das ist voll super. Und wenn du das noch nicht kennst, dieses Konzept von Waldurlaub, von unserem Bushcraft-Areal, dann nur ganz kurz. Wenn du dich hier einmietest, ich gebe dir unten den Beschreibungstext und an dieser Stelle hier den Link dazu da oben, dann kommst du auf unsere Webseite und hast alle Bushcraft-Plätze, alle Waldurlaubsplätze, die du buchen kannst. Zum Beispiel diesen hier. Und dann kannst du dich hier frei bewegen. Du darfst ein Feuer anzünden. Du darfst Shelter bauen. Du darfst dich hier bewegen. Du darfst Natur erleben. Du darfst deine Bushcraft-Projekte hier umsetzen. Und du kannst Ruhe finden. Und zwar ganz legal. Wenn du ein Familienvater oder eine Mutter bist und du willst mit deinen Kindern Feuer machen und Natur erleben, dann ist das immer so ein Problem, weil wo gehe ich denn hin? Wo darf ich denn das tun? Hier darfst du es. Du brauchst dich dann eben nicht fürchten, dass die Polizei kommt oder der Jäger oder sonst jemand, sondern du kannst das hier ganz normal tun. Und das ist die Idee von waldurlaub.at. Also wenn es interessiert, dann sei dabei. Gut, aber jetzt mag ich dir diesen Platz, das Bushcraft Camp Nummer 2, ganz genau vorstellen. Ja, und zwar, das ist der Platz hier hinten, das Zelt. Da schauen wir dann nachher rein auf unserer schönen Plattform. Hier hast du eine große Wiese. Die ist jetzt noch nicht abgemäht, weil ja, wir noch gar nicht offen haben. Aber jetzt ist sozusagen Verkaufsstart, aber das wird abgemäht. Und wenn du hierher kommst, ist die Wiese auch gemäht. Das heißt, du kannst dich hier auf dieser ebenen Fläche frei bewegen. Während die anderen Camps, die Luxus-Camps, eher für kleinere Gruppen oder für Paare gedacht sind, ist dieses Camp hier, wie du siehst, wirklich groß. Also hier können bis zu 10 Personen, das ist aktuell unser Stand, bis zu 10 Personen können hier bleiben. Der Preis ist übrigens auch immer der gleiche, weil das auch immer so eine klassische Frage ist. Aber schaust dir auf unserer Webseite genau an, dort ist alles beschrieben. Und du kannst dich hier in diesem Areal hier rundherum, schau mal, ganz frei bewegen und dein Survival Training und deine Bushcraft-Projekte umsetzen. Und solltest du jetzt denken, naja, das ist ein Bushcraft-Areal und da laufen sicher ganz viele Bushcrafter herum. Ich möchte aber allein sein. Dann habe ich eine gute Nachricht. Das nächste Camp, das ist da oben, das ist das Geißenberg-Luxus-Camp. Das habe ich schon einmal vorgestellt. Luftlinie 4 Kilometer. Ich sehe auf das Zelt dorthin. Das ist hier an dieser Stelle, da an dieser Stelle, da sehe ich auf das Zelt hin. Aber das war es dann auch schon. Das ist das nächste Camp aktuell hier. Und selbst wenn wir jetzt weitermachen und noch weitere Camps hier herstellen, dann wird das nicht neben dir sein. Du hast diesen Platz hier für dich, für deine Bushcraft-Aktivitäten. Das Schöne dabei ist hier, dass du dich, wie gesagt, frei bewegen kannst und wenn du ein bisschen aktiver bist und auch ein bisschen wandern willst und sagen, ja, ich will nicht immer nur am selben Ort bleiben, sondern vielleicht auch ein bisschen herumwandern, nämlich richtig wandern, nicht nur streifen, sondern wandern. Hier, gleich in der Nähe, da ist ein Wanderweg, auf den du gehen kannst und in alle Richtungen dich bewegen kannst. Du kannst nach Mariazell gehen und eine Wallfahrt machen. Ist für den einen oder die andere auch interessant. Und kommst, wenn du in die andere Richtung gehst, in die Ortschaft runter und kannst dort auch, wenn du nicht mit dem Auto fahren willst, ja, dort einkaufen gehen und deine Verpflegung und das, was du halt kaufst, ja, hertragen, wenn du das magst. Wie dir sicher schon aufgefallen ist, steht das Zelt auf einer Plattform. Das bedeutet, du hast hier oben eine schöne, gute Plattform und alles sicher, alles gut, wunderbar. Und darunter, ja, da befindet sich ein Stauraum. Hier kannst du entweder deine Ausrüstung lagern. Wir legen dir hier ein bisschen Holz bereit, aber du kannst dich auch bewegen und Holz von überall zusammensammeln. Das ist Totholz, das ist alles überhaupt kein Thema. Und so ist das gegeben. Und es gibt natürlich auch eine Leiter. Und das ist der einzige Punkt. Das musst du schaffen. Also du musst es schaffen, hier rauf zu gehen. Ja, jetzt bin ich hier auf der Plattform angekommen. Es ist ja ein Geländer, das heißt, es ist alles okay. Also wenn du auch mit Kindern da bist, ist das sicherlich einmal ein Erlebnis für die Kinder. Aber natürlich, wenn das noch ein Krabbelbaby ist, dann ist das ein bisschen ein Thema, weil das ist halt dann schon. Aber wenn das jetzt Kinder sind, so, ich weiß nicht, der Tobias zum Beispiel, der war schon hier mit mir, der ist jetzt 9, der sagt, yeah, rauf, runter, yeah, unten verstecken. Also für die ist das auf jeden Fall ein toller Punkt hier. Aber ist klar, es geht hier halt schon ein bisschen runter. Also ein bisschen Vorsicht musst halt walten lassen.
Aber natürlich kannst du sagen, Leiter hin, Leiter her. Ich mag keine Leitern, die mag ich überhaupt nicht. Also ich mag sie schon, aber vielleicht du nicht. Dann kannst du auch von hinten über die Plattform zum Zelt gehen. Also auch das ist möglich. Und natürlich auch im Zelt haben wir ausreichend Platz für ja, sehr, sehr viele Personen. Wir haben auch einen Ofen, den du einheizen kannst. Und ja, ich denke, Platz haben wir hier genug. Ich bin ja ein Sonnenuntergangsmensch, wobei ich den Sonnenaufgang auch sehr gern mag, aber Untergang ist mir sehr, sehr recht. Vom Lagerfeuerplatz und auch direkt im Zelt, vom Zelt, kannst du den beobachten, nämlich dort raus ist Westen, das wunderbare Panorama, und du siehst die Sonne runterhuschen, das Farbenspiel. Das ist, also ich finde das total toll. Nämlich, was mir bei solchen Plätzen immer wichtig ist, dass ich nirgends anders hingehen muss, um den Sonnenuntergang zu sehen. Und das muss ich hier an dieser Stelle nicht. Ich kann am Lagerfeuer sitzen, ich kann im Zelt oder am Zelt oder hier am Platz sein und sehe die Sonne runterhuschen. Mir persönlich ist das sehr wichtig. Vielleicht ist es dir egal, aber wenn es dir nicht egal ist, dann bist du hier richtig. Ganz häufig kommt auch die Frage rein, wie weit muss ich denn mein Zeug schleppen vom Auto weg? Da unten ist das Camp, da ist die Wiese, die schimmert so durch. Und hier ist der Parkplatz. Ich weiß nicht, sind das 50 Meter oder vielleicht 70 Meter so maximal? Aber ja, sowas in dem Bereich, 50, 70 Meter. Da steht dein Auto, da parkst du dein Zeug aus und gehst dann da zum Zelt, zum Campplatz hin, zum Bushcraft Camp Nummer 2. Also ein bisschen gehen, ja. Da kannst du also nicht mit dem Auto direkt davor fahren, das leider nicht. Aber die paar Meter, da bin ich mir sicher, dass du das schaffst. Ja, und weil auch immer wieder die Frage gestellt wird, ja, wie viel Platz habe ich hier eigentlich? Ne? Also am Geißenberg Camp, das Luxus Camp, das ist recht klein, habe ich auch dazu gesagt. Aber hier, ich meine, schau dir mal um. Wie gesagt, die Wiese wird dann auch noch gemäht sein, wenn du hierher kommst. Platz, 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 10 Personen, alles überhaupt kein Problem. Ein paar hundert Meter vom Camp entfernt kann man manchmal ganz besondere Wildtiere beobachten. Muss man nur leise anschleichen. Das ist für Familien mit Kindern interessant. Ja? Oder für Survivalisten. Schau mal her. Und zwar. Da steht das Wildtier. Viele andere befinden sich auch hier in diesem Bereich. Ja, sie sind sehr scheu. Und du musst dich langsam an sie herantasten. Aber du darfst sie beobachten, für Kinder ist das sicherlich nett. Aber für alle, die Notnahrung suchen, das geht nicht. Also Leberkäse oder irgendein Fleisch fürs Lagerfeuer kannst du von diesen Pferden nicht nehmen. Bitte. Nein, also Spaß beiseite. Hier ist natürlich eine Pferdekoppel in der Nähe. Und natürlich bin ich mir sicher, dass du die Pferde in Ruhe hast. Es gibt eh genug Fleisch überall zu kaufen. Das war ein kleiner Spaß. Aber die sind manchmal hier eingestellt auf der einen oder anderen Koppel. Und weil wir ja auch immer wieder die Anfragen kriegen von Familien. Ja, für die Kinder, für kleine Kinder gibt es da irgendwelche Tiere. Ja, wir haben hier, wie gesagt, in der Nähe des Camps immer wieder Pferde eingestellt. Zahme Pferde. Aber lass sie einfach in Ruhe. Ja. Das sage ich. Also nicht, dass das jetzt eine Aufforderung war. Ja, ist eh ganz klar. Ja. Manche verstehen mich da falsch, gar nichts. Die kann man sich anschauen und kann ihnen zuschauen, wenn du Pferdefreund, Freundin bist, dann ist das sicherlich eine nette Sache. Die sind auch ganz zahm und lieb und nett. Und wir sind ja hier auf bioland.at und hier gibt es Hochlandrinder, die auch im Bereich, nicht im Nahbereich des Camps, aber im Basecamp weiter unten zu finden sind. Aber da mache ich einmal ein eigenes Video und zeige dir, was es hier überhaupt in diesem gesamten Bushcraft-Areal und hier in dieser Region für dich an Erlebnissen gibt. Wie schon erwähnt, gibt es ja hier einen Weitwanderweg, der Wallfahrtsweg nach Mariazell geht hier in der Nähe durch. Da kommst du, wenn du ein Stückchen gehst, wenn du buchst, zeigen wir dir auch das auf der Karte. Hier da ist eine Quelle, die kommt direkt raus mit einem kleinen Kneippbecken. Wenn du dich da reintraust, ich tue es irgendwie nicht, sicher urkalt. Oder soll ich? Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall Trinkwasser hier zur Verfügung und eine kleine Kapelle. Wie gesagt, wenn du ein bisschen herumwandern willst oder tatsächlich auch Wallfahrten willst nach Mariazell, dann ist das hier ein ganz guter Ausgangspunkt. Ja, wie schaut es mit Sanitäranlagen aus? Fließend Wasser, ich stehe jetzt hier direkt am Zelt, findest du hier hinten an der Stelle, da bei diesem Haselnussstrauch, da haben wir eine Wasserquelle für dich gefasst. Du hast einen Hahn zum Aufdrehen, fließt Quell, Trinkwasser raus. Alles überhaupt kein Thema. Und auf der Rückseite, oben beim Parkplatz, da gibt es eine Toilette. Ja,
das ist kein Spülklosett wie im Camping, im Luxuscamp auf Geißenberg, gebe dir da den Link und findest du auch auf Aldurlaub. Sondern das ist halt einfach gemacht, aber es funktioniert mit Toilettenpapier und Pipi und große Seite, kannst du dort alles erledigen, weil das auch immer wieder eine Frage ist, die mir da gestellt wird. Also es gibt fließend Wasser und es gibt auch eine Pipi-Box. Ja, das war jetzt der kurze Rundgang hier im Bushcraft Camp Nummer 2. Wie gesagt, für größere Gruppen bis maximal 10 Personen überhaupt kein Problem. Es gibt hier keinen Strom, aber es gibt fließend Wasser und eine Toilette. Du hast hier ein Zelt, kannst aber auch heraußen auf dieser Wiesenfläche, da ist genug Platz, auch noch dein eigenes Zelt, dein Tarp aufbauen. Du kannst hinter mir in den Wald gehen oder auch danach hinten in den Wald gehen und kannst dort deine eigene Unterkunft bauen und auch draußen schlafen. Es gibt eine Feuerstelle, die du benutzen kannst. Es gibt viele Aktivitäten auch rundherum, aber das zeige ich dann mal in einem anderen Video, was es hier insgesamt in diesem Areal an Sehenswürdigkeiten und Attraktionen und Aktivitäten gibt. Findest du übrigens auch auf aldurlaub.at, eh ganz klar. Das hier ist für mich zumindest wieder ein, das gesamte Projekt ist für mich ein ganz besonderes Projekt, weil es die Möglichkeit bietet, den Menschen, die nicht illegal rausgehen wollen und irgendwie, wie soll ich sagen, wildcampen wollen, sondern die, die das trotz alledem ausleben wollen, aber die Sicherheit haben wollen, dass alles mal rechtlich in Ordnung ist. Und auch, und du brauchst dich hier nicht verstecken. Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Wenn du das suchst, dann bist du hier absolut falsch. Das ist was für größere Gruppen, für Familien, auch mit Kindern. Hier ist genügend Platz, sich herumzubewegen. Einfach herrlich. Und ich werde jetzt, so wie ich das immer bei diesen Videos mache, noch dann jetzt ein bisschen da bleiben und das Ganze noch auf mich wirken lassen. Ich gebe dir den Link hier auch noch einmal. Lass mal ein Abo da. Hier hast du ein anderes Video hier aus dem Bushcraft Areal. Würde mich freuen, dich hier begrüßen zu dürfen. Dein Rainer Rossmann. Bis bald und ciao.